und machen jetzt erstmal mit einem anderen Thema weiter. Und zwar das, was wir eben schon mal gehört haben, liebe Zuschauer. Es gab nämlich mal Zeiten, da konnte man ganz sorgenfrei vor dem Supermarkt parken und in Ruhe einkaufen. Doch das war einmal. Denn neuerdings, da fordern immer mehr Supermärkte die Parkscheibe. Wer also als Kunde vergisst, an der Uhr zu drehen, auf den wartet eine böse Überraschung. Der Parkplatz einer Aldi-Filiale in Bonn-Bad Godesberg. Wer hier einkauft, hat dazu anderthalb Stunden Zeit. Parkscheibe ist Pflicht. Wer sie nicht benutzt oder länger braucht, der riskiert ein Bußgeld. Rolf Sachwey aus Hannover ist das passiert. Er war mit der Familie in Bonn in Urlaub und kaufte eines Abends bei Aldi Süd ein. Am nächsten Morgen entdeckte er das Knöllchen. Im ersten Moment waren wir ziemlich entrüstet, weil sowas ist uns noch nie passiert. Also ich finde das ziemlich unverschämt von Aldi. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, habe dann unter anderem auch bei Facebook einige Beiträge gesehen mit anderen Leuten, denen das auch schon passiert ist. Habe dann auch meinem Unmut etwas Luft gemacht. Schneller kann man seine Kunden nicht zu Rewe oder Lidl treiben, schreibt er. Und auch andere beschweren sich. Aldi sollte sich dort eine kundenfreundlichere Lösung einfallen lassen. Und eine Frechheit von Aldi Süd, unfassbar. Der Discounter will sich dazu vor unserer Kamera nicht äußern, sondern erklärt schriftlich: Wir möchten betonen, dass es sich bei den genannten Maßnahmen um Ausnahmelösungen handelt, die ausschließlich ergriffen werden, um unseren Kundinnen und Kunden ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und ihnen einen problemlosen Einkauf ermöglichen zu können. Für die Kontrolle beauftragen Supermarktketten wie Aldi, Penny oder Edeka private Firmen wie die Parkraum Service GmbH. Die Mitarbeiter patrouillieren regelmäßig und prüfen, ob die Parkscheibenpflicht eingehalten wird. Der Hauptgrund: zu viele sogenannte Fremdparker, die hier gar nicht einkaufen. Manche Pendler nutzen Supermarktparkplätze sogar ganztägig als Park-and-Ride-Plätze. Leute, die das Auto bewusst hier abstellen, um in der Umgebung was anderes zu machen. Die nehmen eben den Kunden die Parkplätze weg. Das können Anwohner sein oder Angestellte in der Umgebung arbeiten oder auch Bahnhöfe oder Kliniken, die halt Fremdparker anziehen, weil keine anderen Parkmöglichkeiten in der Nähe sind. Doch sind die Knöllchen überhaupt rechtens? Unter welchen Bedingungen dürfen sie verteilt werden? Für die Betreiber eine ganz klare Sache. Es ist eindeutig als Privatparkplatz ausgeschildert und dass die Parkscheibe auszulegen muss. Das ist laut Rechtsprechung ausreichend. Doch ganz so einfach ist das nicht, sagt Rechtsanwältin Susanne Grote-Gerritzen. Sie vertritt viele Mandanten, die sich wehren. Das Problem: es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Jedes Amtsgericht beurteilt jeden Einzelfall anders. Klar ist, an den Parkplätzen muss auf Schildern deutlich erkennbar sein, dass Parkscheibenpflicht besteht. Das muss der Kunde auch erkennen und wahrnehmen können. Mit dem Befahren stimmt er dann einem Vertrag zu. Hält er sich nicht daran, droht juristisch betrachtet kein Knöllchen, sondern eine Vertragsstrafe. Die Rechtsprechung sagt, es muss zumutbar wahrnehmbar sein. Also steht es auch im Gesetz. Meistens sind diese Schilder, oder häufig sind diese Schilder zu klein bedruckt, sodass das eigentlich auch nicht wahrgenommen wird. Also kaum einer stellt sich hin und liest sich das wirklich durch und liest auch, was die Bedingungen sind oder was passiert, wenn man halt nicht bezahlt oder die Parkscheibe nicht benutzt. Es kommt also bei jedem Einzelfall vor allem darauf an, ob die Hinweise deutlich genug sind. Viele Kunden zahlen aber lieber, als sich vor Gericht zur Wehr zu setzen. Die Vertragsstrafen sind ganz bewusst nicht besonders hoch. Wer sich dennoch wehrt, muss vielleicht mit noch höheren Kosten rechnen. Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich bezahle das nicht, ich bestreite diese Forderung. Die Parkplatzbetreiber gehen dann hin, schalten sehr schnell ein Inkassounternehmen ein. Dadurch entstehen weitere Kosten, man bekommt Mahnungen und es entsteht auch ein gewisser Druck. Deshalb zahlen die meisten, wenn auch zähneknirschend, die Vertragsstrafe. Auch Rolf Sachwey hat das getan, obwohl er beteuert, er habe die Schilder wegen der Dunkelheit gar nicht gesehen. Ich denke, dass es eine ziemliche Grauzone ist. Habe mich dann allerdings entschieden, nach reiflich Überlegen, dass ich das bezahle, weil mir die 15 Euro es nicht wert waren, da jetzt gegen anzugehen. Man sollte auf dem Supermarktparkplatz also inzwischen genau hinschauen, ob nicht vielleicht irgendwo ein Schild steht und eine Parkscheibe Pflicht ist. Sonst könnte der Einkauf vielleicht etwas teurer werden als ursprünglich gedacht.